Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Heute geht es mal wieder um eine Band, die ich über NWOTHM entdeckt habe, also über den YouTube-Kanal. New Wave of Traditional Heavy Metal, der sich inzwischen auch gesplittet hat, dieser Kanal, wie ich gerade aktuell gesehen habe. Und zwar gibt es da jetzt nicht nur NWOTHM Full Albums, sondern auch einen Kanal mit Power Metal Full Albums. Also die nicht in diese New Wave of Traditional Heavy Metal Richtung gehen, sondern in die Power Metal Richtung. Und auf beiden Kanälen hat der Gute das Album hochgeladen, um das es jetzt hier geht. Und zwar, es geht um die Band Timeless Haunt. Mit dem Album Dark for Life. So sieht das Ganze aus. Ich komme aber gleich nochmal ein bisschen genauer zu dem Ganzen. War ein bisschen tricky, die zu bestellen. Ja, danke nochmal an dich, André, dass du mir da geholfen hast. Ich nutze ja kein PayPal, habe kein PayPal. Wir haben kein PayPal, wenn man so will. Und er hat mir da geholfen, das Ding zu bestellen. Oder war das jetzt der Jan? Also mir helfen, der ein oder andere hilft mir dann wieder mal. Auf jeden Fall lieben Dank dafür, dass ihr mir da helft. Ja, so und ja, jetzt haben wir das Ding, aber das ist jetzt halt angekommen und ich habe es mir jetzt angehört. Warum habe ich mir die bestellt? Ich habe halt reingehört kurz und dann lief, also das Album beginnt mit einem über eine Minute langen Intro. Und das lief schon nebenbei, und ich mache das dann immer so, dass ich dann runterscrolle in die Kommentare und dann lese, was dann so die Leute so schreiben, die es schon gehört haben. Ne? Manchmal schreiben einige dann zum Beispiel so Sätze rein wie, oh, die klingen ja sehr nach Iron Maiden oder irgendwie sowas. Und dann bin ich meistens schon wieder raus, weil ich habe langsam genug von Iron Maiden-Klon-Bands. Ja, das ist ja ein netter Einfluss, ja, aber ich brauche nicht mehr als Iron Maiden und Starblind vielleicht noch. Und dann war es das. Ja. So, hier stand jetzt allerdings ein Vergleich, wo ich dachte, oh, das klingt interessant. Und dann habe ich weiter reingehört und dachte, Alter, die musst du jetzt sehen, dass du die irgendwo herkriegst. Naja, und jetzt habe ich sie. Aber immer schön der Reihe nach. Jetzt kommen wir erstmal zum Hintergrund der Band selbst. Timeless Haunt ist eine Band aus den United States, aus Pennsylvania, gegründet 2018. Auf Metal Archive sind sie kurioserweise gelistet als Heavy-Progressive Metal. Da möge mir doch bitte mal einer von euch, falls ihr euch das Album anhören solltet, sagen, wie progressiv ist denn das, was ihr hier hört? Ja, also ich habe keine Progressive-Elemente entdeckt. Ja, ich finde, wir haben es hier zu tun mit einer Mischung aus, ja, Heavy und Power Metal einer gewissen Stilrichtung mit Bands verglichen. Aber da komme ich noch zu. Ich mache es ein bisschen spannend heute mal. Ne? So, die Band setzt sich aus 5 Mann zusammen. Und es ist relativ mysteriös. Denn da haben wir, ich zäume das Pferd jetzt mal von hinten auf. Da haben wir am Schlagzeug John Jesuele. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Das ist auch der einzige in anderen Bands aktive Musiker, nämlich bei Beyond Fallen, das ist irgendwie eine Heavy-Metal-Band, Chrysaur, keine Ahnung, Forgotten Legacy ist auch, glaube ich, eine Heavy, weiß ich nicht mehr, ist auch egal, Shadowlord, Neldureth und Killing Chapel, die ich alle nicht kenne. Diese Bands sind mir alle komplett unbekannt. So, ja, dann haben wir am Bass George Dimitri, am Keyboard Don the Wizard of Fortune, also Don Fortune, und an der Gitarre Tommy the Electric Eye, also Tommy Eye, so. Und am Mikro einen Unknown Vocalist. Dieser Mann tritt auch mit Maske wohl auf, also wenn man sich Bilder anguckt, ich werde euch dann das Booklet auch noch zeigen, da seht ihr das dann, dass er halt so eine Maske trägt. Keiner weiß, wer das ist. Was ein bisschen schade, weil meine Fresse, hat der Typ eine grenzgeniale Stimme. Ja, da wird man natürlich schon wissen, wo singt denn der vielleicht sonst oder vorher oder separat noch? Ja, weil das kauft man sich dann. Das wäre für mich schon ein Kaufgrund. Wenn die Stilistik der anderen Band, aus der er vielleicht kommt, kam oder immer noch aktiv ist, ähnlich ist, dann wäre das für mich durchaus interessant. Aber man erfährt es halt nicht. Ne? Es ist halt so ein bisschen, ja, das Haunting Creepy Secret. Keine Ahnung. So, das zum Hintergrund so ein bisschen. Dann haben wir allerdings auch noch dieses Cover-Motiv hier, das ich sehr schön finde. Da sage ich gleich nochmal ein bisschen mehr zu. Das ist auch von einem Musiker, der allerdings auch sich viel im Bereich Cover-Motive und Artwork betätigt. Und zwar Felipe Machado Franco aus Kolumbien.
Und der ist eben auch Bassist und Sänger bei Thunderblast. Das ist eine Heavy-Metal-Band, die mir aber nicht weiter geläufig ist, leider. Die haben auch nur zwei Alben und sind auch irgendwie nicht wirklich, sind irgendwie Status unbekannt, ne? Aber der hat halt hier, der, vielleicht hat er sich ja, konzentriert er sich ja jetzt auf Artwork und lässt es ein bisschen sein mit der Musik. Weiß ich nicht, kenne die Band nicht, deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt schade ist oder nicht. Aber der hat halt dieses Motiv gemacht und der hat halt für zahlreiche andere Bands gearbeitet, auch bekanntere Sachen. Ich lese euch mal ein paar vor, die bekannter sind, wie zum Beispiel die Ancient Bards, da hat er zweimal für Covermotive gearbeitet. Astral Doors Advance, für das Album 7 von Advance. Zweimal für Axel Rudi Pell, ne? Mystica und Tales of the Crown Cover Artwork hat er gemacht. Die Band Axenstar ist ja recht bekannt, auch, ne? Oder Arion, da hat er zu dem Album 010111001, also 01 bla 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 und so, ne? Gemacht zum Beispiel. Blaze Bailey hat er viermal für gearbeitet, für verschiedene Covermotive und sogar für fucking Blind Guardian. Brainstorm, ja, die Liste, wenn ich jetzt hier, ich kann jetzt hier scrollen, 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 scrollen. Iron Savior ist dabei. Lord ist dabei, ist auch so eine Heavy Power Metal Band, mit der ich mich immer mal eingehender beschäftigen wollte. Mind Odyssey ist, glaube ich, Progressive Metal zum Beispiel. Pathfinder haben wir hier dabei. Rage haben wir hier dabei. Also wirklich kreuz und quer durch die Sinbreed. Soulspell ist eine aktuellere Band im Heavy Power Metal Bereich. Theocracy, natürlich auch die eigene Covermotive der Band. Thunderblast und so weiter. Aber ich will jetzt hier nicht nur über diesen Artist sprechen. Wir reden jetzt hier über Timeless Horn. So, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Optischen des Ganzen. Also wie gesagt, das Kammermotiv habe ich euch ja schon gezeigt. Oh, ich werde irre, jetzt hat sich die CD schon wieder. Die ist hier ein bisschen locker drinne. Ja, das könnt ihr hier sehen. Das kann ich jetzt nicht vorführen, weil ich gerade frisch gewaschen Hände habe. Ja, die dreht sich da immer. Bleibt da richtig drin. Das triggert den Monk in mir. Hier haben wir unter der CD nochmal so eine Brücke. Ja, aber da komme ich gleich nochmal, weil das ist interessant, diese Brücke, denn man sieht nichts sonst außer der Brücke. Ja, hier, Kammermotiv aber. Sieht man auch diese Brücke, da ist aber was davor, ne? Da frage ich mich, gab es denn schon dieses Bild mit der Brücke alleine, bevor man dann den Rest des Bildes dazu gezeichnet hat? Oder was? Auf jeden Fall kommen wir jetzt mal zum Covermotiv selbst. Das zeige ich euch jetzt aber außerhalb der Hülle, weil das spiegelt sonst so. Denn, wie ihr hier sehen könnt, ihr könnt es jetzt vielleicht schon wahrnehmen, das Ganze hier ist auf extremem Hochglanz von der Papierwahl her. Also es ist wirklich, auch, es fasst sich auch an wie ein frisches Comic oder so, ja? Normalerweise ist das immer so ein bisschen auch glänzend, aber nicht so aalglatt wie hier. Man hat sich hier halt dafür entschieden, das Ganze auf richtig Hochglanz zu drucken. Ja, das Motiv zeigt eine Vampirin mit einem Dämonenbaby, umringt von einer Horde von Dämonen in einer dystopischen, dämonischen Metropole. Auch hinten auf der Brücke stehen noch ein paar Dämonen. Ja, sehr geiles Covermotiv, finde ich. Auch der Schriftzug gefällt mir gut. Passt auch zur Stimmung des Albums, aber da komme ich ja dann noch zu. Ne? Hinten drauf hier so ein bisschen so Danksagung und innen drinne. Jetzt muss ich hier den nächsten Pluspunkt erwähnen, denn die Seiten sind alle sehr stabil. Man hat sich auch innen für recht stabiles Papier, dicke Seiten, ziemlich relativ dicke Seiten im Vergleich zu üblichen Booklets entschieden. Dann haben wir hier den Sänger mit seiner Maske. Ne? So, und dann haben wir halt immer die Lyrics und immer ein Bild eines der Musiker. Und die Lyrics sind auch recht gut zu lesen, teilweise etwas klein. Ich musste hier wirklich das Rollo hochziehen, damit ich ein bisschen mehr Licht habe. Dann ging es. Ja. Ja, aber hey, so. Hier haben wir halt die ganzen. Es ist eigentlich immer gleich. Auf der einen Seite halt einfach immer ein Bild eines Musikers und auf der anderen Seite immer ein paar Lyrics und gut. Ja, so. Gut. Das zur Optik gefällt mir gut, ist schön gemacht. Man hat sich da wirklich das wahrscheinlich auch was kosten lassen, dass man jetzt dieses stabilere Papier verwendet hat. Gefällt mir gut. Ja, so. Und hinten drauf, mittig zentral gesetzt, die Titel gefällt mir auch gut. Hier haben wir auch das Label Stormspell. Ich habe ja drei Lieblingslabel, weil die so undergroundig kleinere Bands raushauen und denen eine Plattform bieten. Das ist einmal Pure Steel, dann Stormspell und dann noch Iron Shield. Das sind so die drei Geschichten, die ich wirklich mag da. Ne? Wenn das hinten drauf steht, nehme ich die CD eigentlich in der Regel mit. Weil vor allem ist es auch meistens alles im melodischeren Metal-Bereich. Also ich muss nicht groß Angst haben, dass mich da jetzt irgendwie Grindcore, Brutal, Blast-Kanone niederschmettert und ich überhaupt keine Melodien mehr finde in dem ganzen Gerase oder sowas. Das ist ja nicht mein Ding, nicht so ganz. Ne? Aber so, gut. Timeless Haunt, kommen wir jetzt zu den einzelnen Titeln. Da gibt es jetzt ein bisschen was zu erzählen, auch im Hintergrund.
Und zwar gleich am Anfang des Ganzen. Also ich verlinke euch unten eine Album-Playlist, nämlich die natürlich von New Wave of Traditional Heavy Metal, weil der Gute, der diese Seite betreibt, diesen YouTube-Kanal betreibt, sichert sich da ab, nimmt Kontakt zu den Bands auf, ob er die Alben auch bei sich hochladen darf. So, und deswegen ist es also alles rechtlich abgesichert. Er hat mal ein Video gemacht, das steht da halt und erzählt das, ne? So, das Ganze beginnt mit dem Intro, das ich ja schon erwähnt hatte, Geisterton. Und ja, es ist eigentlich nur Gewitter, so ein steigender Ton, ne? So langsam, und eine dämonische Stimme, die rückwärts etwas spricht. So. Und ich weiß auch, was der da sagt. Denn ich verstehe rückwärts. Nein, folgendes. Timeless Horn, also immer wenn mir eine Band gefällt, like ich sofort deren Facebook. Weil ich dann auf dem Laufenden bleiben will, was die Bands, wie sie so drauf sind, was sie so posten. Und wenn es irgendwann in 2 Jahren vielleicht ein neues Album gibt oder in 3, dann weiß ich gleich Bescheid. Da habe ich gleich die Info. So. Und da kam jetzt vor ein paar Tagen ein Post von Timeless Horn, wo die halt eben schrieben: Ja, wer von euch kann denn erraten, worum es in unserem Intro zum neuen Album Geisterton geht? Was ist denn die Aussage des Intros? Ja, du hörst ja nur diesen sich steigernden Ton, so düster, ja, und diese dämonische Stimme spricht ja etwas rückwärts. Und dachte ich, okay, rein mit der Datei in Outer City, da kannst du das Ding rückwärts abspielen. Dann habe ich die Stimme noch ein bisschen hochgepitcht, ja, damit man es ein bisschen klarer versteht. Und schon konnte ich halbwegs verstehen, was da gesagt wird in Englisch. Ja, mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, aber ich konnte eruieren, dass es in diesem Intro darum geht. Ja, hier auf dem Album hört ihr halt den Klang der Angst selbst. Ja, und man möge doch das Album auf eigene Gefahr hören. Ja. Listen at your own risk. So, ja, das habe ich dann einfach darunter geschrieben. So, und der Erste, der das richtig beantwortet, der hat was gewonnen, und zwar ein T-Shirt. So, ja, nur aus Spaß, just for fun. Ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich mache sowas dann immer aus Spaß eigentlich mit, gehe aber nie davon aus, irgendwas zu gewinnen. Generell, wenn ich ein Gewinnspiel mitmache, was gratis einfach mitmachen kannst, auf diese Art und Weise, wie das jetzt hier als Beispiel, gehe ich nie davon aus, zu gewinnen. Weil das sind meistens Gewinnspiele von Filmlabels oder von Bands oder sowas, wo ich dann hin und wieder mal mitmache, ja, wo viele Leute mitmachen. Da wirst du nicht der Erste sein oder auch vielleicht nicht im Zweifelsfall auch nicht die richtige Antwort wissen, oder weiß ich nicht. So. Oder das Auswahlverfahren, der Gewinner trifft mich dann einfach nicht. Ja, ich war jetzt aber auch der Einzige, der geantwortet hat. Ich glaube sogar bis jetzt hat kein weiterer geantwortet. Hat sich keiner die Mühe gemacht, die ich gemacht habe. War ja keine Mühe. Jetzt hat vielleicht eine Minute gedauert. Oder ja, nee, mit Anhören vielleicht 5 Minuten, sagen wir mal. Ja. Ja, und dann habe ich halt gewonnen. Und dann sage ich, ja, es gibt ein Problem. Ich bin eine fette Qualle. Ne? Ich bräuchte schon ein T-Shirt mindestens 5XL, 6XL roundabout. Vielleicht 4XL. Es gibt einige 4XL-Shirts, die fallen so aus, dass sie mir dann dennoch passen. Ich habe einige da. Das ist immer so vom Schnitt her ein bisschen auch teilweise. Ne? Ja, und dann kam halt zurück, ja, wir haben aber nur maximal 2XL. Also XXL. Ne? Dann sage ich, ja, aber weil er hat in den Post geschrieben, T-Shirt oder anderes Merch, wie zum Beispiel Bandanas. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, anderes Merch, das beinhaltet doch eigentlich dann vielleicht auch eure EP von 2019. Denn es gibt noch eine EP von 2019, das einzige sonst erhältliche Werk der Band. Also es gab von 2019 eine EP, die habe ich euch jetzt vorenthalten, damit ich diese Geschichte hier erzählen kann. Ja, mehr gibt's doch nicht. Keine Demos, keine Singles, irgendwas. Es gibt nur diese EP. Achso, ich kann ja kurz nochmal hier eben ansagen, wie die heißt. Haunted Symphony. Ja, und dann eben das neue Album jetzt, ne? So, und diese EP, da habe ich denen gesagt, Mensch, ne, das wäre doch, dann nehme ich das vielleicht, wenn das irgendwie geht. Na, dann wird sie geschrieben, was, ich packe dir die EP rein und ein Bandana vom aktuellen Album oder von der EP, was möchtest du haben? Ich sage, ja, dann nehme ich eine vom aktuellen Album, weil mir die Scheibe gut gefällt. Ja, und das bekomme ich dann jetzt die Tage, ne? So, also, lange Rederei über ein kleines pissiges Intro. So, ja, wollte ich nur ganz gerne mal ein bisschen erzählen, weil es eine lustige Geschichte und ein kleiner Aufbauer mich persönlich betreffend. Ne? Die Woche war jetzt bisher nicht wirklich erhebend, sag ich mal, aber das war so ein kleines Highlight diese Woche. Ne? So, gut, dann kommen wir zum Album selbst. Es beginnt dann der erste Titel. Es ist ein bisschen wenig drauf, aber das Album geht trotzdem über 40 Minuten. Moment, wie lange geht's genau? Kann ich euch ja auch mal ansagen, obwohl wen interessiert das eigentlich? Ja, gut, okay, ist das schon interessant. 41 Minuten ist eigentlich normale Lauflänge, würde ich sagen. Gut, heutzutage gibt es viele Alben, die dann schon fast jemals eine Stunde laufen, ne? Aber ich finde, es ist eine solide Laufzahl. Keiner der jetzt noch folgenden
sieben Songs plus Intro sind es dann acht Songs, aber keiner der offiziellen Songs, das Intro rausgenommen jetzt mal, ja, geht unter 5 Minuten. Es gehen alle Songs über 5 Minuten. Einmal sogar über 6 Minuten. Ja. Also man bekommt hier schon was für sein Geld dann, ne? So. Gut, der erste Song heißt Embrace the Haunt und da kommt dann auch gleich am Anfang das Flair, was mich überzeugte, dieses Album zu kaufen. Denn ich bin, seit ich das erste Mal diese Band gehört habe, vor viel, 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 vielen Jahren, riesengroßer Savatage-Fan. Damals war ich noch dumm, da habe ich zu Accept, habe ich Accept gesagt und zu Savatage habe ich Savatage gesagt. Man muss ja alles Englisch aussprechen. Savatage. Klingt eigentlich auch geiler, oder? Savatage. Savatage heißen die halt, ja. Das ist halt eine Mischung aus Savage und Sabotage. So, oder Sabotage. Oder ich weiß nicht, wie sie das ist, ja egal. So, und die Band hat mich halt damals mit dem Album Streets, das hatten sie im Verleih, absolut, absolut überzeugt. Und seitdem liebe ich diese Band und habe auch alle Alben. Nee, stimmt nicht. Ich habe die erste nicht. Die Dungeons. Nee, Sirens. Sirens Dungeons Are Calling ist eine EP. Die habe ich auch nicht. Weil ich keine EPs eigentlich mag. Aber müsste ich mal eigentlich beide mal nachrüsten. Ich habe die digital, glaube ich, da, aber ich habe die nicht in physischer Form. So, aber nach dem Debüt und der Debüt oder der folgenden EP, alles andere habe ich von Savatage da. Und ich würde mir von Herzen wünschen, dass da mal wieder was kommt. Oder dass zumindest der gute John Oliver, das ist der Sänger der Band, Solo mal wieder was macht. Das ist nämlich auch ziemlich nah am Original, was er so Solo macht. Teilweise ein bisschen heavier. Aber gut. So, und in die Richtung geht das hier ein bisschen. Ja, aber nicht nur, denn es ist auch noch vermischt mit Elementen anderer Bands, die ich sehr liebe, wie zum Beispiel Crimson Glory. Und Geschichten wie, also weitere Einflüsse würde ich nennen, Iced Earth, und zwar so die düsteren und umso melodischeren Dinger, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Iced Earth Vergleichstitel nennen soll, Question of Heaven, Hollow Man. Oder wie hieß er mal, dieser ganz beliebte da, komm nicht drauf. Melancholy. Ja, so die Richtung. Und noch ein weiterer Einfluss, finde ich, sind noch Jack Panzer. Neuere Jack Panzer, so ein bisschen. Aber das sind alles nur Einflüsse. Der schwerwiegendste Einfluss hier ist eine Mischung, und da schrieb eben auch einer in die Kommentare, eine Mischung aus Savatage und Crimson Glory. Und genau das trifft es auch ziemlich gut auf den Punkt. Ich habe auch einige Reviews gelesen, wo irgendwelche Leute irgendwas von Nevermore schreiben, wo ich sage nein, denn ich hasse es auch wieder falsch, aber ich kann nichts anfangen mit Nevermore. Die waren mir immer zu sperrig, zu weiß ich nicht, weiß ich nicht. So, oh, wir sind so tief gestimmt, wir sind so modern, wir sind so hart, wir sind so böse und düster und wir haben einen Anspruch und weiß ich nicht. Das ist so das Dream Theater unter den Power Metal Bands oder was, keine Ahnung. Kann ich nichts mit anfangen mit dieser Band. Tut mir leid. Ich mache mich wahrscheinlich gerade hardcore unbeliebt bei euch, aber ist mir egal. Das hat meine Meinung. Ja? Und zum Glück ist das nur, wenn hier überhaupt ein Nevermore-Einfluss ist, könnt ihr mir erstmal in die Kommentare schreiben. Ich habe ihn nicht ausmachen können, zum Glück. Vielleicht ist es ja anders auf der EP, werde ich ja demnächst feststellen. Weiß ich nicht. So, egal. Also, das Ding beginnt halt direkt mit diesem Savatage, ich habe das Savatage gesagt. Savatage-Flair vom Gitarrensound auch her, kommt das her, und von den Riffs auch her. Und dann eben diese atmosphärischen Keyboard-Teppiche und so, ne? Bewegt sich auch alles so in diesem Haunting-Mid-Tempo-Stil und hat so eine verträumt, aber düstere Stimmung. Und dann kommt halt der unbekannte Sänger mit seiner großartigen Stimme und da habe ich gesagt, okay, das Ding musst du haben. Also beim Reinhören jetzt. Das war halt auch einen guten Refrain, ja, strophenartigen Refrain, allein gesungen, aber die Hook, also am Ende dieses Refrains, strophenartigen Refrains, singt halt Embrace the Haunt. Und das ist genau das Feeling, was Savatage immer erzeugen konnte. Mit einfachen Mitteln großartige Atmosphäre erzeugen. Leider kommt dieses Album eigentlich zu früh. Ja, es hätte jetzt im Herbst erscheinen müssen. Das Gute ist, an einem Album, das man hat es auch im Herbst. Dann kann ich es im Herbst nicht rauf und runter hören. Jetzt im Sommer habe ich ja eher so Bock auf locker, flockig, rockig. Ne? Das ist jedes Mal so in der warmen Jahreszeit. Aber ich habe die ja. Dann kann ich die ja im Herbst zu Tode hören, wahrscheinlich. Ne? Aber aktuell ist das eigentlich auch etwas, was ich ganz gerne höre, muss ich sagen. Also jetzt die Tage. Also ich mache ja immer Reviews, wo ich Bock drauf habe. Also auch musikalisch, wo ich gerade Bock drauf habe. Deswegen, es gibt auch mal eine Woche, habe ich keinen Bock auf das, was ich so da habe. Dann kommt auch kein Review. Aber gut, so. Weiter mit dem Titel.
Es gibt noch eine düster gehaltene, balladeske Strophenbridge. Ja, also mit Strophe versehene Bridge, ein kleines Strophenpart. Und ein sehr gutes, schnell gespieltes, also wo das Tempo nochmal anzieht, Gitarrensolo. Wo man dann auch hört, ja, die haben auch wirklich Ahnung von dem, was sie da tun. So, dann kommt Dark for Life, der Titeltrack. Fängt erstmal im Intro noch düsterer an mit einzelnen Gitarrenanschlägen und so. Ne? In den Strophen bewegt sich alles im Hintergrund so mit balladischer Ausrichtung. Also so wie so eine Akustikballade in den Strophen. Dann geht es wieder rein in den Refrain und da haben wir halt schönes Mittempo mit Heavy Riffs und seine Stimme ist wirklich. Woran er mich auch ein bisschen erinnert hat, stimmlich ist hier. Oh, ich komme nicht auf den Namen von ihm. Von der Band Hellstar, der Sänger. Ja. Oder eben Midnight von Crimson Glory, wenn er in die ganz hohen Töne verfällt. Aber da komme ich auch gleich nochmal zu. Der Song Dark for Life, also der Titeltrack, hat dann auch ein hymnisches Solo und ist der zweite Knaller auf dem Album. Ja. Dann kommt der Oberknaller, Sinful Girl. Also, wenn ihr reinhört in das Album, also in diese Album-Playlist, die ich euch verlinke, hört in Sinful Girl und ihr mögt Savatage. Und da klingelt euch jetzt die Ohren, was? Da muss ich jetzt aber mir mal selbst einen Eindruck verschaffen. Dann hört in Sinful Girl als erstes rein. Weil das ist der Savatage-mäßigste Song auf diesem Album, finde ich. Ja? Absolut geiles Piano-Intro mit einer absolut geilen Melodie. Das wird bestimmt, wenn ich es noch drei, vier Mal höre, ein Ohrwurm, den ich dann immer wieder mal auftauchend in meinen Ohren habe und dann mich frage, wo war das nochmal her? Ja? So. Da spielt dann eine Solo-Gitarre drauf auf diesem Piano-Intro und dann gibt es balladesk umgesetzte Strophe. Du denkst, das, oh, es ist eine Ballade. Dann aber geht es richtig mit knackigem Mittempo in den Prä-Refrain rein. So ein Prä-Chorus, den mich ganz stark erinnert hat an Hall of the Mountain King. Dieses Ho, Ho, Ho. Die haben hier dann immer irgendwie ein Wort der Prä-Refrain-Strophe am Ende, was sie halt eben mehrmals Gangshouten. Und es kommt so fucking geil rüber, dass ich richtig Gänsehaut bekommen habe. Ja. Der Refrain selbst ist halt hoch gesungen, also mit High-Pitched-Stimme und passt aber auch dazu, zur Stimmung. Und hier haben wir dann auch diesen leichten Mix aus, wie gesagt, Savatage und vielleicht Iced Earth. Ja. Gefällt mir aber wirklich richtig gut. Später gibt es noch eine kleine Narration, so eine kleine, wieder etwas dämonisch umgesetzte Stimme, die ein bisschen was erzählt. Und dann ein ultraschnelles Solo. Fast schon Blastbeat-mäßig untermalt mit Schlagzeug, ja. Und leider wird der Sound dann allerdings ausgeblendet. Ja, das ist halt so, da muss man halt mit leben heutzutage, ne? Aber ja, gut. Also Sinful Girl ist eins der Alben-Highlights, finde ich. Dann kommen die nächsten beiden Titel. Da dachte ich erst, oh, was ist denn jetzt los bei beiden Songs, obwohl die beiden Songs sehr schön sind, haben beide nächsten Songs keine Titelnennung im Refrain. Das ist etwas, was mich immer wieder triggert. Ja, ich weiß, da bin ich eine kleine Pussy, aber was soll's. Es geht weiter mit Pain. Ja, Pain beginnt erstmal mit ein bisschen Wind und dann geht's los. Es ist eine balladeske Akustikgitarre zu hören und es hält sich auch in den Strophen rein so. Es gibt, wie gesagt, in Pain überhaupt keinen Refrain. Überhaupt keinen Refrain. Keinen sich wiederholenden Part. Ja. Auch nicht ein Refrain ohne Titelnennung. Überhaupt kein Refrain. Einfach nur Strophen, Strophen, Strophen. Ja. Weil es ist halt wirklich eine akustisch eher akustisch umgesetzte Ballade. Auch das erste Solo ist akustisch. Ja. Es gibt einige Parts, wo er ganz hoch mit hoher Stimme wieder singt und wieder in die Sphären von Crimson Glory gerät, was ich immer sehr geil finde. Ganz langsam während des ganzen Songs, vor allem während der zweiten Hälfte, steigert sich so eine Snare-Drum. Ja, und das ist, aber härter wird es nicht. Das Stück, wenn man so will. Es gibt dann später noch ein weiteres Gitarrensolo, diesmal aber auf einer verzerrten Gitarre halt, ne? Also nicht akustisch. Also insgesamt ist Pain eine düstere Ballade. Ja? Der hat mich auch wirklich an Crimson. Also hier ist der Crimson Glory-Effekt dominanter bei dem Song, würde ich sagen. Die haben ja auch so manchmal so diese, auf den ersten Alben noch, ja, diese Akustik, diese mystisch-akustischen Balladen teilweise. Und so in die Richtung geht auch Pain, würde ich sagen. So, dann kommt Stück Nummer 6. Dazu verlinke ich euch ein Video, ein Musikvideo, ja. 526, also 526 heißt der Song, ja. Beginnt erstmal mit den ersten Riffs und einem atmosphärischen Keyboard dazu. Dann gibt es ein sehr heavy Mid-Tempo-Riff. Dann geht es in die Strophen, die einzelne Gangshouts haben. Also einzelne Worte werden am Anfang der Strophe meist mehrstimmig dann halt ja, gebölkt oder wie sagt man, ne? Und es gibt eben auch hier wieder im Refrain
Gangshouts im Chorus, die extrem geil kommen, also die Mehrstimmigkeit des Chorus, ja, klingt, als hätte er da, weiß ich nicht, 50 Mann stehen oder was. Kommt hier in dem Song auch am besten raus, ja. Es gibt aber halt in diesem Refrain keine Titelnennung. So geil der Refrain ist. Aber man hat Bock, das zu lernen. Die Hook, die sitzt dann, ist This is Judgment Day. Ja, am Ende des strophenlastigen Refrains mit diesen Gangshouts versehen. Ist dann halt immer, Cause This is Judgment Day oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ja, sitzt dann auch ganz gut. Ja, in der Mitte gibt's eine Bridge und eine speedige, schnellere Einlage und auch ein gutes Gitarrensolo ist hier mit dabei. So, also 5 to 6 ist einer der besten Songs, instrumental gesehen und auch von der Umsetzung her. Was mir halt eben fehlt, ist da ist der mitreißende Refrain. Die Titelnennung, ich bin da, ja, ich weiß nicht, warum ich das so, das triggert halt den Monk in mir oder was, keine Ahnung, ja. Der Monk in mir wird aber voll bedient beim nächsten Titel, nämlich Nummer 7, Not For Me. Not For Me beginnt auch mit Riffs und atmosphärischeren Keyboards, ja. Nee, erstmal gar nicht. Es beginnt, also ich habe das hier überlesen, der Intro-Part ist nur Drums und Bass ganz schleppend und dann kommen halt düstere Keyboards und Riffs dazu. So. Und der ganze Song bleibt auch fast dummig schleppend, langsam, aber heavy, ja. Und hat einen absolut klasse Refrain. Living in a world not for me. Fucking Ohrwurm. Ja, du hast das Ding drin im Kopf. Ja, ich hab's ja jetzt immer noch im Kopf. Also, ja, gut. Ne? Also, großartig. Das ist einer der besten Refrains auf diesem Album, finde ich. Refrains. Ja, es gibt auch ein atmosphärisches Gitarrensolo und insgesamt ist Not For Me einfach ein eingängiger, geiler, düsterer Stampfer. So. Und dann kommen wir zum Rausschmeißer des Albums. Da hat man sich entschieden, ein Cover ans Ende des Albums zu setzen. Das machen einige Bands. Hier hat man sich entschieden für Chris Isaaks 1989 veröffentlichten Song Wicked Game, der ja auch im Radio dann mal rauf und runter dudelt. Ne? Das ist so einer von den Songs im Radio, wo man sagt, ja, okay, da läuft der mal wieder, ist ganz nett, kann man so nebenbei laufen lassen, stört mich nicht groß, tut mir nicht weh, ich hasse diesen Song nicht. Ja, aber ich würde es jetzt auch nicht kaufen, aber naja, Timeless Horn hat den jetzt halt gecovert. Meine Süße mag das Original sehr, hat sich das Cover angehört und war begeistert von diesem Cover, weil, naja, vor allem am Einstieg und in der ersten Strophe ist es recht nah am Original gehalten und erst im Refrain kommen dann auch härtere Riffs dazu und auch ein gut sitzendes Gitarrensolo gibt es. Ich habe jetzt keinen Direktvergleich, weil ich das Original jetzt nicht so oft gehört habe, sondern immer nur so beiläufig wahrgenommen habe, wenn es im Radio mal lief, was auch schon wahrscheinlich ziemlich lange her ist, dass ich das beim Radio gehört habe. Aber ja, ne? Man kennt den Song halt auch. So, ja. Und Timeless Horn cover das Ding. Viele Kritiker kamen damit nicht klar, wenn man dann so einige Reviews liest. Die hätten sie sich stecken können, hätten sie mal lieber noch einen eigenen Song machen sollen. Ja, weil das der Einfluss von denen ist. Wenn die das so ein Stück aus irgendwelchen Gründen vielleicht lieben und dem einfach eine eigene Note verpassen wollen, dann lass sie doch. Ist doch okay. Ist doch kein Scheiß-Song. Ich fand ihn jetzt nicht störend, ja. Aber na ja, gut, ist vielleicht auch Geschmackssache. Ne? So, ich habe schlimmere Cover gehört in meinem Leben. Könnt ihr mir glauben? So, also, soll ich ein Beispiel nennen? Schlimmeres Cover? Axis. Die Roboter. So, also Timeless Horn, Dark for Life, großartiges Album. Ohne Scheiß, eines der besten Alben des Jahres, kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, eben weil ich einfach ein riesen Savatage-Fanboy bin und die halt sehr, sehr nah hier rankommen und noch das Ganze verweben mit anderen Elementen von anderen guten Bands und irgendwie auch dennoch es schaffen, dadurch vielleicht auch ihren eigenen Touch zu kreieren. Bin sehr, sehr gespannt, wie die EP sein wird. Ob die auch so geil ist wie das hier. Ja, wie viele Songs hatten die eigentlich? Ich habe gleich nachgeguckt, ich Idiot. Ich habe nur gesehen EP. Da sind ja nur drei Songs drauf. Mal gucken. Moment. Haunted Symphony EP hat 5 Songs, 27 Minuten Laufzeit, ist doch stabil. Geil. Okay, die Titel klingen auch ganz gut. March of Death, Claustrophobia, Hellion Witch. Hellion Witch, okay. Darkness Falls, was? Auf dem Film oder was? Ja, und Sands of Agony. Ja, cool. Okay, also bin ich gespannt drauf. Das hier als klare Anhörempfehlung, falls ihr die erwähnten Bands, die ich zum Vergleich herangezogen habe, mögt. Ne? Hört mal rein. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Das ist immer interessant zu wissen, ob ich da dem einen oder anderen von euch einen kleinen Tipp geben konnte, weil wenn,
dann hat dieses Video einen Sinn. Ich mache das hier hauptsächlich auch ein bisschen für mich, um zu katalogisieren, was ich denn so übers Jahr hinweg für einen gekauft habe. Ja, einfach, um meine Meinung dazu so ein bisschen nochmal einzufangen, ne, und festzuhalten. Und ich mache es auch für euch natürlich, weil ich immer gerne euch natürlich unbekanntere Bands als Empfehlung gebe und diese kleinen Bands hier supporte. Ich finde das wichtig, dass man das macht. Und das hier ist halt meine Möglichkeit, das zu tun. Ne? Für alle kostenlos. Und das mache ich auch gerne. Und ich supporte diese Bands natürlich auch im Radio. Dass ich die auch, also indem ich sie einfach spiele halt. Ne? Und die Leute hören dann vielleicht, was ist das für eine Band? Das ist ja geil. Oh, kannte ich gar nicht. Hm, ne? Ja, wunderbar. Da hat es ja schon wieder einen Sinn gehabt. Also ich hoffe, dieses Video hatte einen Sinn und ich hoffe, es hat euch zumindest gefallen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Und falls wir uns nicht vorher sehen, kommt schon mal gut rein ins Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich, wie immer, Farewell!